Hallo Freunde der Scambitterei, ich bin's, der Callcenter Crusher. Das zweite Video ist etwas länger und wurde teilweise von einer Anfängerin geführt, die natürlich schnell komplett überfordert war. Im ersten Video wollte man partout keine Informationen über die Firma geben, sondern legte stattdessen lieber einfach auf. Viel Spaß also mit diesem Video, nach dem Intro geht's los. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Thomas. Ja, wen wollen Sie sprechen, bitte? Ich bin Thomas Udinger. Ich melde mich von der Unternehmer Geta Trail. Ja, haben Sie gerade. Wen wollen Sie denn bitte sprechen? Mit Herr Hatzmik. Hatzmik? Ja. Nee, Hatzmik gibt's hier nicht. Gibt alles nichts. Okay, ich darf sagen, wie heißen Sie? Ich heiße Herr Damzig. Können Sie nicht lesen? Thomas Hadamzik. Ja. Ja. Nicht Hadamzik. So, ich habe gesagt. Hadamzik. Können Sie nicht so gut lesen? Ja, Thomas Hadamzik. Ja, genau, nicht Hadamzik. Ja, schön. Sie haben ein paar Informationen gelesen über Online-Trading. Ich wollte mit Ihnen ein bisschen Informationen mitteilen, wenn Sie Zeit haben. Ja, die Zeit habe ich. Haben Sie Erfahrung in Online-Trading? Haben Sie früher investiert bei Online-Trading? Ich habe früher mal gehandelt, aber nicht online. Okay, wissen Sie, was haben Sie gelesen über Online-Trading? Was haben Sie gesehen? Soll ich Ihnen das jetzt alles wiederholen, was ich über Online-Trading gelesen habe? Haben Sie so viel Zeit? Ja. Ja, das dauert aber eine Stunde, wenn ich das alles wiederhole. Ja, nur ein bisschen Informationen, sagen Sie, was haben Sie gelesen, kaufen und verkaufen, was? Investieren. Was? Investieren, ich verstehe kaufen, Sie leider. Können Sie verkaufen. Ganzen Sätzen sprechen, bitte? Was haben Sie gelesen über Online-Trading, ich habe gesagt, bei Forex? Bei Forex? Nee. Was ist Ihre Information? Ich kann Ihnen das alles nicht wiederholen, weil das sehr viel ist. Ich habe etwas darüber gelesen, ja. Worum geht es jetzt? Um das, was ich gelesen habe, oder worum geht es hier eigentlich? Ja, was haben Sie gelesen? Was haben Sie, haben selber Interesse gezeigt? Ja, natürlich. Und rufen Sie jetzt an, um zu fragen, was ich gelesen habe? So, sollen wir eine Bücherbesprechung machen, oder was machen Sie? Ja, natürlich. Ich wollte wissen, was Sie machen. Was eine ist Ihre Bücherbesprechung. Ziel? Von welcher Agentur nein, nein, sind was, Sie denn? Was ist Ihre Ziel bei Online-Trading? Wenn Sie Informationen lesen, sagen Sie einen entscheidenden, was ich habe gelesen, um was ich habe gehört vom Internet. Ja, Geld verdienen, Geld investieren, kaufen und verkaufen. Das ist Geld verdienen. Ja, richtig. Geld verdienen ist die Intention. Ja. Ja, natürlich. Haben Sie jetzt gerade einen Computer dabei? Und ich habe einen Computer dabei, habe ich ihn nicht. Der ist ja zu groß, um zu tragen. Haben Sie jetzt einen Computer? Ich habe immer noch einen Computer, ja. Okay, können Sie bei Google Site gehen und schreiben Sie, wie heißt unsere Firma, wie kann investieren, wie ja, kann ich kann sehen. Den Rechner, ich kann den Rechner starten, ja, das ist wahr. Okay, unser Unternehmer heißt Geta Trail. Langsam, so schnell fährt ein Computer nun doch nicht hoch. Okay, gehen Sie bei Ihrem Computer bei Google Site. Und schreiben Sie getatrade.com. Ja, buchstabieren Sie doch mal. Ja. Na? Buchstabieren Sie doch mal. Hallo. Ja, getatrade. Ja, buchstabieren Sie mal. Wissen wie Sie, was Gustav, buchstabieren ist? Ja, ich buchstabiere jetzt. Ja. Gustav wie Gustav. Ja. G wie Gusta. A wie Anton. Ja. T wie Theodor. Ja. W E wie Emi. Ja. Ja, normal T wie Theodor. Ja. Gated. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Ja.
D wie Dora, Ja. E wie Emin, Ja. Bind, Bund, EO, Punkt IO, IO. Okay. so Ida Otto. Ja. Okay. Ja. So, und dann schauen wir doch mal. Was haben Sie jetzt gerade gesehen? Ich habe Gate Trade geschrieben. Ja. Ja. Was sehen Sie jetzt? Und das ist Ihre Seite. Ja. Okay. Möchten Sie einen Account aktivieren? Schauen Sie ein bisschen Informationen darunter, wie das geht, wie Ja, das funktioniert mit Investitionen bei uns. Sie können mir Ja? ja mal Informationen geben. Ja, schauen Sie, gehst du bei runter, unten? Bitte? Gehst du unten Wieso bei du? dieser Ihr kennt Website? uns doch nicht. Ich möchte bitte nicht, dass mit du genannt werden. Sie. Ja, dann sagen Sie sie. Ja, natürlich. Okay, gehen Sie bitte ein bisschen runter. Ja, Augenblick. Ja. Schauen Sie bitte Compress. Bronze, Silber, Gold, Platinum. Gate-Trade so. So, und jetzt erzählen Sie doch erstmal was über Ihre Seite, Ihre Plattform, über Ihre Firma. Ja, Ja. unsere Firma Geta Trade, Sie haben es selber gesehen. Nicht Geta, Unsere sondern Plattform. Gate Trade. Nicht, Sie Ja, sagen Geta immer Trade. Geta Trade. Das ist ja nicht. Es ist ja Gate Trade. Okay. Sie kann einen Account aktivieren bei unserem Unternehmer. Der fängt mit 250 Euro. Okay. Ja. Und Sie kann einen Account aktivieren und wenn Ach, noch Sie mal. Soll ich zwei möchten, Sie Accounts? jetzt Soll ich zwei gehst du Accounts? bei Anmeldung. Soll ich zwei Accounts aktivieren oder warum wiederholen Sie das? Nein, ein Account. Ach so, weil Sie es zweimal gesagt haben. Ja, okay. Spielt keine Rolle. Ach Einmal, doch, zweimal. natürlich. Ja, nein. Ja, Sie Ja. versorgen mich mit Informationen und na gut. Okay, dann sagen Sie doch mal etwas über Ihre Firma, nicht über den Account, über Ihre Firma. Und schon war er raus. Hallo? Ringsbacher, Ringsbacher? Nee, das ist nicht mein Name. Johann Ringsbacher, Bergheimer. Das ist mein Name, ja. Okay. Mein Name ist Helge Fischer und ich betreue eine große internationale Finanztrading-Firma Impact Capital. Sie haben sich bei uns vor einigen Monaten angemeldet. Ich spreche jetzt über eine von unseren Plattformen, und zwar Nehmen Sie das CryptoArt. Mikrofon mal bitte nicht zu dicht an den Mund. Ich höre Sie kaum. Hören Sie jetzt mich? Ist es besser, oder? Ja. Ist es so besser? So besser, oder? Schlechter. Nicht so dicht und also nicht in den Mund und 3 Zentimeter Also Abstand. paar Zentimeter. Aha, okay. Also, jetzt ist es besser. Sagen Sie es mir Ja, bitte. ich Also, denke, es ja, geht. es geht. Also, mein Name ist Helga Fischer und ich vertrete eine internationale Finanztrading-Firma Import Capital. Sie haben sich bei uns angemeldet. Das war vor 4 Monaten. Oh, dann melden Sie sich Und jetzt schon. ja, ich rufe Sie zum ersten Mal an. Also, ich habe erst Ihre Angaben bekommen. Erst heute Ihre Angaben bekommen und deshalb rufe ich Sie heute an. Also, sagt Ihnen etwas den Namen von unserer Plattform CryptoArt Nö, oder das sagt mir CryptoAd? nicht. Sagt Ihnen nichts? Und warum haben Sie sich dort auf der Plattform registriert? Kann das sein, dass das einer Werbung war? Also nicht Kann direkt sein. auf Ihrer Plattform? Kann sein, kann sein. Also haben Sie irgendwelche Schritte gemacht, also Schritte, ja, natürlich. Ich gehe öfter mal was? spazieren. Nein, ich meine in der Richtung der Finanzierung.
Also, wir machen zusammen mit unseren Kunden also Investierungen. Also unsere Kunden machen Investierungen zusammen mit uns und verdienen davon. Also wenn sie mit uns zum Beispiel sogar mit der geringsten Summe starten und die beträgt 250 Euro, dann können sie auch von dieser Summe profitieren. Sie können aber auch mit 500 starten und profitieren sie auch noch und bekommen sie noch mehr Geld, ich meine, was den Gewinn angeht. Und wie funktioniert das bei Ihnen? Das funktioniert sehr einfach. Sie kommunizieren mit unserem Finanzberater und je nachdem, was für Finanzziele Sie haben. Augenblick mal, darf ich mal bitte kurz stören? Nehmen Sie Ihr Mikrofon mal ein bisschen mehr seitwärts. Sie pusten so in das Mikrofon, dass ich kaum was verstehe. Ist es so besser, oder? Ein bisschen seitwärts, genau. Ist es so besser? Also, unser Finanzberater verbindet sich mit Ihnen, wenn Sie mir Ja sagen. Ja, und wenn Sie wirklich den Wunsch haben, mit uns zusammenzuarbeiten, dann also verbindet sich unser Finanzberater mit Ihnen. Und dann also wird von ihm eine individuelle, für Sie geeignete Strategie ausgearbeitet, entwickelt. Je nachdem, was für Ziele Sie haben. Es können langfristige Finanzziele sein, es können auch kurzfristige Finanzziele sein. Und je nachdem, was für Wünsche Sie haben. Möchten Sie vielleicht also ein neues Auto kaufen oder ein Haus kaufen? Ich weiß nicht. Also im Moment schlage ich Ihnen nur vor, also mit uns zu versuchen, zusammenzuarbeiten und diesen ersten Schritt in Höhe von 200 Euro oder 500 Euro zu machen. Mhm. Ja, und wie kann ich jetzt bei Ihnen Geld verdienen dann? Sie werden also, dass alle diese Details werden also zwischen Ihnen und unserem Finanzberater besprochen. Und Sie können also jede Woche oder jeden Monat das Geld abheben. Ich meine also Gewinn abheben. Und wir sichern also, wir können auch den Negativsaldoschutz Ihnen sicherstellen, garantieren. Was bitte? Das heißt, Sie verlieren kein Geld, auf keinen Fall. Ja, das heißt Negativsaldoschutz. Ach so, okay, das habe ich jetzt verstanden. Gut, okay. Ja. Und was kann ich bei Ihnen verdienen? Je nachdem, was wird zwischen Ihnen und unseren Finanzberater besprochen. Ich weiß nicht, welche Summe Sie als Geldanlage machen möchten. Und also dann können Sie von 3 bis 5 oder mehr Prozent verdienen. 3 bis 5%? Ja. Das ist oder aber nicht viel. Nein, manchmal auch bis 20. Also das hängt von Ihnen ab. Sie werden diese Strategie festlegen, ja, aber unter der Führung, unter der Leitung von unserem Finanzberater. Ja, aber Es kann auch mehr gehen. Sie reden in eins durch, da kommen wir ja gar nicht zum Antworten. Meine Herren, also 3 bis 5% ist zu wenig, das ist klar, das kriege ich Moment, auf meiner Bank. Unterbrechen Sie mich doch einfach mal nicht. Hören Sie einfach zu, wenn Sie Fragen stellen und ich antworte, dann hören Sie sich einfach mal die Antwort an. Ist das möglich? Hallo? Moment mal. Hallo. Ja, um eins klarzustellen, es ist, wenn man in Deutschland anruft, ist es extrem unhöflich, sein Mikrofon stumm zu schalten. Sollten Sie das noch einmal machen, werde ich sofort auflegen. Das haben wir soweit geklärt, ja?
geklärt, aber ich wollte also nochmals diese Frage mit uns, mit meinem Chef also ja, klären. Das können Sie gerne machen, aber sollten Sie sich nochmal stumm schalten, werde ich sofort auflegen und mein Geschäft woanders machen. Das können Sie machen, aber also ich möchte mit Ihnen gerne das Gespräch fortsetzen. Gut, okay, dann machen Sie, dann legen Sie, schalten Sie Ihr Mikrofon nicht stumm. Okay, gut, also ich kann ab 3-5% verdienen. Okay, ist nicht viel, bis 20%, okay. Und auf welche Art kann ich dann nun einzahlen bei Ihnen? Sie machen diese Geldanlage. Das heißt, Sie überweisen das Geld. Moment mal. Also ich habe Ihnen also noch eine sehr wichtige Frage nicht gestellt. Wie ist Ihr Einkommen, monatliches Einkommen? Das geht Sie nichts an. Ja, ich verstehe. Ich muss wissen, ob es über 1.000 Euro ist oder nicht. Natürlich. Natürlich, ja, gut. Und Sie haben keine Kredite, hoffe ich, ja? Das geht auch das geht Sie jetzt nichts an. Nein, wissen Sie also, wenn Sie so sehr viele oder große Kredite haben, dann haben wir kein Recht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ja gut, aber wie gesagt, das geht Sie nicht an, ob ich Kredite habe oder nicht. Das ist Privatsache. Okay, das ist Ihre Sache. Sie können meine Frage nicht beantworten. Ich will Ihre Frage nicht beantworten. Das ist privat. Sprechen wir weiter oder? Ja, also, natürlich. Ich habe den Eindruck, als ob Sie mit mir überhaupt nicht sprechen möchten. Doch, natürlich. Ich habe alle Ihre Fragen beantwortet und Sie reden jetzt nicht weiter. Meine Frage war, auf welche Art kann ich das Geld zu Ihnen transferieren? Also um diese Frage zu beantworten, muss ich wissen, welche Kredite haben, welche Karten haben Sie? Visa, Mastercard oder... Welche Möglichkeiten bieten Sie? Das war meine Frage. Welche Möglichkeiten bieten Sie? Es gibt eine Möglichkeit, zum Beispiel für die Summe 250 Euro, gibt es einen Link. Und mittels Link können Sie das Geld überweisen. Hallo? Können Sie das Geld überweisen? Hallo? Hören Sie mich? Ich höre Sie, aber ich habe gefragt, welche Möglichkeiten gibt es bei Ihnen, das Geld zu transferieren? Ich beantworte Ihre Frage. Ja, Sie haben bis jetzt nur von der Kreditkarte gesprochen. Und welche Möglichkeiten bieten Sie noch? Es gibt eine Möglichkeit für Sie, für unseren potenziellen Kunden das Geld zu überweisen. Also nur überweisen? Fallen Sie mir doch nicht dauernd ins Wort. Sie haben eine Frage gestellt, ich antworte darauf. Also Sie bieten nur Kreditkarte und Überweisung an als Bezahlungsmethode, Klar, Zero. PayPal haben Sie nicht? Nein. Kein PayPal? Okay, gut. Okay. Nein. Ja, gut, okay, dann weiß ich erstmal Bescheid. Ich würde das normalerweise per SEPA-Überweisung machen. Aber das funktioniert bei uns nicht. Warum kann man Ihnen kein Geld überweisen? Nein, im Moment also wird das System nicht akzeptiert. Was? PayPal. Ich habe nicht PayPal gesagt, ich habe SEPA gesagt. Verstehen Sie kein Deutsch? Ist Ihre Leitung so schlecht? Hallo, einen schönen guten Tag. Ich bin die Kollegin von Frau Fischer, Lea Marie Rothenberg heiße ich. Ich habe einfach ein bisschen mehr Erfahrungen als meine Kollegen. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat sehr wenig Erfahrung. Die Frage ist, Sie haben gefragt, ob Sie mit PayPal bezahlen, diese Deposit bezahlen könnten. Es gibt eine Möglichkeit mit Klarna. Das ist so, Sie wissen, das System ist fast gleich wie PayPal. Nein, ist es nicht.
Klarna ist was anderes. Aber oh, wenn, ja, dann würde ich gerne per SEPA-Überweisung arbeiten. Also, und mit über Visa? Über SEPA. SEPA, ach so, mit meinen Sie über Giropay, ja? Nicht über Giropay, ich überweise dann von meinem also, Bankkonto auf Ihr Bankkonto. Also, ist in Ordnung, okay, gut. Und dann, also, geht es um ein Deposit im Wert von Mindestbetrag, richtig? Das weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nicht festgelegt. Also, Sie haben das noch nicht festgelegt. Es gibt die drei Möglichkeiten. Es gibt dann 500, 1000 und Mindestbetrag ist natürlich 250. Also, das Geld kommt auf Ihrem Handelskonto. Das ist wie bei Bank dann. Wir eröffnen für Sie ein Handelskonto, ein Account. Da kommt diese Summe drauf und mit diesen Summen fangen Sie an zu handeln. Aber nicht nur Sie, sondern Sie bekommen ein automatisches Trading-System, einen Roboter. Der wird Finanzmärkte analysieren dann und er wird traden dann, damit so. Und damit Sie dann alles besser verstehen, gehe ich davon aus, dass Sie keine Erfahrungen haben, ja? Doch, so ein bisschen Erfahrung habe ich. Ach so, super. Haben Sie Erfahrungen im Bereich von diesen Bot-Systemen, mit diesem automatischen Trading-System oder mit Finanzanalytika? Nee, die Frage ist, Sie sagen, ein Bot, ist das der Metatrader? Also, das ist wie so, ja, das ist so ein Roboter mit speziellem Programm. Das Programm wurde von unserer Techniker entwickelt. Das ist so genau wie bei Tesla. So, ich meine, wenn Sie mal gehört haben, das wurde so ein System entwickelt, das die unterschiedlichen Finanzmärkte analysiert und Tipp gibt, was soll man dann kaufen, damit man Geld nicht verliert, sondern jeden Tag etwas da drauf kommt. Und unsere Finanzberater dann, das ist, die Leistungen sind kostenfrei für Ihr Account. Und unsere Finanzberater hilft Ihnen, das alles herunterzuladen, erklärt genau, wie das alles funktioniert. Und nach Bedarf, Sie können dann mal pro Woche oder wenn Sie Fragen haben, im Kontakt bleiben. Mhm. So. Das heißt also, dieses Programm öffnet und schließt meine Trades, richtig? Ja, richtig. Okay, ja, weil beim Metatrader, soweit mir bekannt ist, muss man die Trades selber öffnen. Nein, das wird automatisch gemacht und dann, wenn Sie zum Beispiel das selbst machen möchten, da sollen Sie das mit unseren Spezialisten das klären, weil so wie ich weiß, weil wir arbeiten international, es gibt je nachdem, welches System man möchte, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten dann. So. Mhm. So ist das. Okay, und jetzt nochmal die Frage, wie welches war jetzt Ihre Firma nochmal, dass ich mal Ihre Webseite angucken kann? Also, ja, natürlich können Sie dann anschauen. Ich gebe jetzt meine Kollegin weiter, weil ich habe gedacht, weil ich bin ein bisschen so mit Finanzsachen zu tun. So, und alles, was da weiterläuft, die Frau Fischer erklärt Ihnen gleich dann alles. Und dann haben Sie die Frage noch über die Einzahlung dann, weil, wie gesagt... Ich brauche ja erstmal die Kontaktdaten, sprich die IBAN-Nummer von Ihrem Konto. Also, dann gebe ich dann weiter und Sie sagen, meine Kollegen, dass Sie gerne dann diese Webseite und mit Lizenz so und so alles anschauen möchten. Und sie schickt Ihnen alles über WhatsApp oder über E-Mail. Ist in Ordnung? Nee, das kann sie mir ja sagen. Das kann sie mir ja sagen. Ach so, okay, gut. Dann gebe ich weiter Frau Fischer dann. Und dann... Hallo? 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 Ich bin wiederum da. Ah ja. Also...
Sind Sie zufrieden also mit meiner Ja. Kollegin? Also hat sie Ihnen alles erläutert? Ja, gut, okay. Aber ein paar Sachen sollten Sie mir noch mal sagen. Erstmal, welches Ihre Webseite ist, dass ich da mal drauf gucken Alles kann. so. Ja, bitte. Import Capital, ich sage Ihnen Import Capital mit einem Wort. Okay. Punkt com. Import Augenblick, ich schreibe mal Capital. mit. Ja, Import bitte. Capital. Import Capital. .com. Ja? Ja. Okay, gut, okay. Dann haben wir das schon mal. Wie lange ist Ihre Firma denn schon am Markt? Schon seit 8 Jahren sind wir am Markt. Okay, ja, gut. Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Sitzt in London. Also alle, wissen Sie, hallo, Ja. Herr Rings, Bach-Bergheimer. Ich bin also hier Anfänger, ja, und also alle detaillierten Fragen kann ich im Moment nicht beantworten. Die ganze Information können Sie auf unserer Website Nee, ich habe finden. Sie doch jetzt am Telefon. Ich wollte jetzt noch mal wissen, wo Sie reguliert sind. Also Hauptbüro in London, residiert in Nein, das London. habe ich nicht gefragt. Also Sie sind ein Finanzdienstleister, ja? Nochmals, ich bin Ihr Account Manager. Meine Aufgabe besteht darin, Ihr Account zu aktivieren. Ja gut, aber ich werde. Alle anderen Fragen kann Ihnen unser Finanzberater erläutern. Ja gut, Also dann und geben Sie mir bitte mal den Finanzberater. okay. Hallo, ich bin wieder da, die Lehrerin bei Ihnen. Ja, Also, was für die? Ja, das war mir bitte. schon klar, dass die gute Frau als Anfänger gar nichts beantworten kann. Ich wollte gerne wissen, wo Sie reguliert sind als Finanzdienstleister. Also, meinen Sie, wo die Registrierung ist dann? Die Wir haben. Regulierung. Ja, Regulierung. Regulation. da sind Sie auch nicht. Da kann ich Ihnen diese Frage nicht richtig beantworten, weil dafür brauchen Sie wirklich so ein von Finanzabteilung dann. Ja, dann Also, geben Sie mir die nochmal. Warten Sie mal, ich gucke mal, ob da einer frei ist. Also, Sie meinen Regulierung, weil ich weiß schon, dass Richtig. wir Lizenz von Finanzministerium in Großbritannien haben. Ja, und Das können wir welche? Ihnen schicken. Ja, nee, welche Ja. Lizenz ist das denn? Finanzministerium? Ich frage nach der Regulierung. Ja, das ist von FCA. Von was? Kennen Sie diese FCA-Register? Was ist FCA? Sie meinen FCA. FCA, ja, Okay, FCA, dann haben Sie ja. sicherlich mal die Registrierungsnummer von der FCA für mich. Ja, natürlich, wir können Ihnen Lizenz schicken und Nee, da ich können brauche Sie einfach nur über die Zahlen. QR. Ich brauche einfach nur die Zahlen. Dann kann ich das gerne überprüfen. Sie können das über QR, weil die neuen Lizenzen, die sind nicht über Nummer, sondern Doch. über QR-Code. Nein, die neuen Lizenzen haben auch eine Nummer. Ja, die haben eine Ja, Nummer, dann sagen aber Sie da mir doch kann. einfach die Nummer. Ja, warten Sie mal, ich muss dann da schauen, weil ich habe das auch nicht dabei. Warten Sie mal bitte. Ja. Hallo? Hallo. Das ist wie immer sehr unfreundlich, Ihr Mikrofon stumm zu schalten. Hallo.
Ist da noch jemand? Hallo? Hallo? Ja, Ringe Beifmeier. Also, es ist folgendes. Also, Sie wissen das auch, dass, schauen Sie mal, wir haben außer Ihre E-Mail-Adresse und außer Ihre Telefonnummer gar nichts. Also, meine Kollegin wird Ihnen eine E-Mail schreiben oder ein WhatsApp und darauf Sie beantworten uns bitte, weil wir hatten dann, ich habe jetzt Finanzabteilung kontaktiert, wir hatten vor 2 Monaten sehr starke Hackerattack, auch von den Leuten, die alles einfach über Telefon machen wollten. So, und es ist folgendes jetzt, wir schicken Ihnen alles. Lizenz mit Nummer, mit QR-Code, alles. Aber so über E-Mail-Adresse oder über MSN. Dann schicken Sie es doch einfach los. Ich bleibe dran am Apparat. Okay, wenn Sie dann beantworten. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nein, ich habe meine E-Mail-Adresse angegeben. Das heißt... So, okay, gut. Dann gebe ich die Kollegin weiter und sie schickt Ihnen dann einfach eine E-Mail und Sie beantworten diese E-Mail, okay? Ja, gut. Also, okay. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin wiederum hier. Nochmals, mein Name ist Helga. Helga Fischer. Also sprechen wir weiter. Also meine Kollegin hat mir gesagt, also ich soll Ihnen meine E-Mail-Adresse schicken und dann sie beantworten, ja? Ja, sie wollte mir eigentlich ihre Registrierungsnummer sagen. Also nein, sie hat mir gesagt, ich schicke Ihnen meine E-Mail-Adresse. Ja, und dann sie beantworten, ja? Nee, darin soll die Regulierungsnummer sein. Ich schicke Ihnen gleich, ja? Okay. Hier Ringsbach, Bergheimer. Ich schicke Ihnen jetzt E-Mail. Ja, das haben Sie gerade schon mal gesagt. Und dann, ich bitte Sie nur mir etwas... Ich bleibe am Telefon. Schicken Sie mir die Nachricht und dann kann ich die Fragen direkt beantworten. Ich warte am Telefon. Hallo. Ich bin da, ich versuche Ihre... Was machen Sie eigentlich? Was sind Sie von Beruf? Ich wüsste nicht, dass Sie das was angeht. Nein, das geht mich an, das geht unsere Firma an, weil wir nicht mit allen Kunden zusammenarbeiten. Ja, ich bin im Stahlbau tätig. Ja, und was machen Sie? Was machen Sie da? Also Ingenieur sind Sie Ingenieur. Ja, ich habe auch also eine Zeit auf dem Gebiet der Schwerindustrie gearbeitet und deshalb also schreibe ich Ihnen Handelskonto. Ja. Und sagen Sie es mir bitte, ob Sie das bekommen haben oder nicht. Ja, haben Sie schon losgeschickt? Ja. Nee, bis jetzt ist nichts da. Bekommen? Nein, noch nicht da? Nee, ist noch nichts da. Vielleicht können wir irgendwie per WhatsApp unsere Kommunikation fortsetzen. Nein, ich benutze kein WhatsApp. Ja, also ich habe immer noch keine E-Mail. Oh, es tut mir leid, aber ich habe Ihnen E-Mail geschickt. Und? So.
Immer noch keine noch da. Nicht bekommen, noch nicht keine da, also. Nein. Also Joachim.ringsbach-bergheimer at fukaru.com. Stimmt nee, das? Nee, das ist die ja gut. Ich, bei, ich glaub, mir steht, bei mir steht fukaru.com. Ja, das ist eine alte E-Mail-Adresse, aber ich versuche mal da nochmal raufzukommen. Okay. So, Moment. So. Ich habe die sonst als GMX. So. War das... Hallo. Ja, ich versuche mich gerade einzuloggen. Dauert einen Augenblick. Das war Joachim.ringsbach-bergheimer, ne? Ja. Okay. So. Joachim.ringsbach-bergheimer at fukaro.com. Ja, aber was haben Sie mir denn geschickt? Das ist eine leere E-Mail. Nein, ich wollte nur wissen, ob das eingegangen ist oder nicht. Ja, natürlich, aber es ist eine leere E-Mail. Was soll ich damit? Also, was möchten Sie jetzt? Ich möchte von der FTA Ihre Registrierungsnummer haben. Das ist erstmal das Wichtigste und die IBAN-Daten für Ihre Kontoüberweisung. Das sind die zwei Dinge, die ich brauche. Moment mal. Fürchterlich laute Musik bei Ihnen. Bitte, bitte, bitte. Haben Sie bekommen etwas von mir bekommen? Also. Nee. Außer der ersten E-Mail nichts. Nein. Financial Conduct Authority, das heißt also unsere Registrierungsnummer bei FCA. FCA, ja. Haben Sie es? Nein, ich habe noch nichts bekommen. Kann nicht sein. Doch, ist aber so. Ich sehe doch hier nichts. Ihre erste E-Mail habe ich bekommen um 13.19 Uhr und die zweite E-Mail ist nicht da. Dann versuche ich aufs Neue. Moment mal. Es ist nicht so einfach mit Ihnen. Ach, ja, was für ja, E-Mail schreiben ist für Sie schon zu kompliziert? Nein, ich meine unser Gespräch und das ist also nicht ganz das einfach. Das tut mir ja leid, aber wenn Sie Anfänger sind und kaum Deutsch verstehen, dann ist das natürlich schwierig. Nein, ich verstehe Sie ganz gut. Ich verstehe Sie ganz gut, aber Sie haben... Moment mal. Moment mal, ich schreibe jetzt. Moment mal, ich bin noch dran. Ja. Okay. Och, nein, kann nicht sein. Moment mal. Ach, ist Schreiben auch schon schwierig. Moment mal. Moment mal. Nein, warum kann ich ihm also... Was?
Bitte, checken Sie bitte Ihre Post. Was soll ich schicken? Ja, ich checke meine Postfach, es ist nichts da. Kann nicht sein, ich habe Ihnen vor einer Minute... Also. Ja, aber ich habe nun mal nichts. Alle 3 Sekunden wird mein Postfach aktualisiert. Ich habe hier nichts von Ihnen. Das liegt aber nicht an mir, sondern ja, also... An mir kann es nicht Ihnen, liegen. Habe, von allen nein, anderen das kann Leuten. Ich sagen. Ich habe Ihnen unsere Lizenz weggeschickt. Und wenn Sie die Lizenz noch nicht bekommen haben ja. und keine Post von mir nicht bekommen haben, das liegt nicht an mir, sondern an... An wem denn sonst? An wem denn sonst? Meine erste, die erste Mail von Ihnen ist angekommen, die zweite kommt nicht dann. An wem wird das dann wohl liegen? An mir? Sie haben sich wieder stumm geschaltet. Nein, nein, ich bin da. Doch, das habe ich genau gehört. Ich möchte nur wissen, ob Sie von mir etwas bekommen haben oder nicht. Nein, außer der ersten E-Mail ist nichts angekommen. Okay, dann machen wir es so, Herr Ringsbach, Bergheimer. Ich rufe Sie in einer Stunde zurück, ja, und dann sagen Sie es mir. Oder schicken Sie mir bitte also die Antwort auf meine E-Mail, okay? Und ja, dann gut. können wir unser Wenn ich denn die E-Mail bekommen habe. Fortsetzen, bis, ja? jetzt sieht es ja nicht so aus, als dass ich Ihre E-Mail bekommen habe. Ich brauche nur... Lass mich doch einfach mal ausreden. Ich brauche nur die IBAN als Klartext und ich möchte gern Ihre FCA-Lizenz als Klartext. Ich möchte keine PDF haben oder so, ich möchte einfach nur Text. Ich habe Ihnen gerade unsere FSA-Lizenz weggeschickt. Und warum Sie die noch nicht bekommen haben? Ja, das weiß ich doch nicht. Das liegt doch an Ihrem Server. Das liegt nicht an mir. Doch, natürlich. Bei mir liegt es ja nicht. Ich habe Sie, die haben schon gesagt, Ihre erste E-Mail ist ja angekommen. Und warum kommt die zweite nicht an? Das kann ja nicht an mir liegen. Wer weiß, wo Sie es hingeschickt haben oder was Sie hingeschickt haben, keine Ahnung. Deswegen sage ich, Text, lasse mich ausreden. Als Klartext mit, lasse mich ausreden. Meine Herren, ich möchte gerne die IBAN-Nummer, die Bankdaten und Ihre FCA-Lizenz als Text. Okay. Haben Sie das verstanden? Ja, ich habe Sie verstanden, gut. Herr Ringsbach, Bergheimer. Leider habe ich andere Kunden, die auf meine Anrufe warten. Und ich muss ganz dringend mit Ihnen also sprechen. Ja, also dann stoppen wir im Moment unser Gespräch und dann rufe ich Sie in ein paar Stunden zurück, okay? Ich bin nicht den ganzen Tag zu Hause. Da müssen Sie schon einen Termin machen dann. Dann machen wir einen Termin. Wann darf ich Sie anrufen? Ich denke, 15 Uhr wäre in Ordnung. Bis dahin haben Sie Ihren Termin abgemacht. Okay. Um 15 Uhr rufe ich Sie zurück, ja? Alles klar, so machen wir das. Ja, okay. Okay. Alles klar, danke für das Gespräch. Das war nicht einfach, aber doch, das ist eine Erfahrung. Ja, das wir ist haben gut. unterschiedliche Kunden, also es können Kunden, ja, die ganz nett und freundlich sind, aber es gibt auch Kunden, die wissen wollen, wo sie investieren, richtig, das stimmt. Ja, andere wollen ja, es vielleicht nicht, ja. Ich will es wissen. Ich bin ein Investor, ich möchte gerne investieren und da möchte ich gerne wissen, wo. Ja, okay. Ja? Alles klar, dann okay. rufe ich Sie um 15 Uhr zurück, ja? Ja, okay, bis dann. Ja, danke, ja, bis dann. Tschüss. Natürlich hat diese völlig überforderte Kontoberaterin um 15 Uhr nicht nochmal angerufen. Und auch ihre E-Mail mit der Lizenz und mit den Überweisungsdaten ist nie angekommen. Wie sollte sie auch? Denn es gibt keine Lizenz. Naja, das war es also zu diesem Thema. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann, euer Callcenter Crusher.